Yalu. Es geht weiter in der Story von Secret World Legends und es hat sich viel geändert. Ich mache ganz kurz mal hier dieses Fenster auf. Was ist denn das? Oh, Moment, gerade. Ich glaube, da will jemand was von mir. Ne, die wollen nichts von mir. Okay. Ach, da ist einer. Genau. Also, es hat sich viel geändert. Ich habe da einen Elementarfokus in Blau. Das geht ja gar nicht, ja. Habe hier auch die Objekteffizienz extrem gesenkt. Macht ja alles gar keinen Sinn, oder? Ja. Dafür ist die Schrotflinte bei Gelb ist ausgelevelt. Ich habe ziemlich viele Glyphen rausgenommen, wieder reingesetzt. Grund dafür ist, ich bin jetzt in der Aufnahmephase bzw. in der Bewährungsphase einer Gilde. United Resistance. Und naja, ich habe einfach gelernt, dass ich für Story absolut ausreichend gelevelt war, soweit alles auch gepasst hat, aber für Endgame alles falsch gemacht habe. Gut, ja, so viel dazu. Ich bin auch ein ganz kleines bisschen, weil es war ja schon viel Arbeit, ihr wart ja permanent dabei. Nicht permanent, ich habe ja zwischendrin auch jeden Tag meine Grinds gemacht, ja. Ja, es ist, ja, ne? Es ist ein bisschen deprimierend, aber ich bin dran und es wird. Und ich zeige euch gleich mal auch, was alles geht. Textnachrichten auf einem Mobiltelefon erzählen die Geschichte einiger Überlebenden der Schmutzbombe. Sind sie noch am Leben? Finden wir raus. So, was machen wir heute? Alles, was wir finden können. Aber vor allen Dingen gehen wir einfach mal in der Story weiter. Um das Mobilfunk untersuchen. Ja, das mache ich. Keine Ahnung, wie viele noch übrig sind. Schreibt zurück, wenn ihr das hier seht. Wer lebt noch? Gefährlich. Geht nicht raus. Ortet euch gegenseitig per GPS. Hilfe ist unterwegs. Das Mobiltelefon nutzen. Habe ich das jetzt im... Jo, klar. Dann machen wir es mal gerade dahin. Und dann machen wir einfach zum Warmwerden mal diese kleine Nebenmission. Radar Module activated. Ich weiß. Und haben wir da irgendeine Richtung? Special Assignment received. Das wollte ich nicht. So, okay, dann würde ich sagen, wir nutzen gerade mal das Neueste, was wir hier haben. So, und das macht ein blauer Elementarfokus, wenn es der richtige ist und dann ein bisschen Hilfe hat. Ah, da ist das Handy, super. Located. Ich nehme es doch schon. So, das zweite. Aha. Ich lebe, Akemil. Sie sagen Bombe. War es eine schmutzige Bombe? Wir brauchen Hilfe. Was sollen wir tun? Wir sollten fliehen. Was ist denn das? Okay. Ich glaube, ich muss hier ganz kurz mal was ausmachen. Ja. Und zwar wird der Sound vielleicht im Moment ein bisschen seltsam sein. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt furchtbar doppelt war. Ansonsten ist es jetzt vorbei und alles sollte wieder sein wie vorher. So, okay. Dann würde ich sagen... Das, ja. Radar Module activated. Oh, ganz schön weit. Ja, Hallöchen. Na komm, dann zeigen wir euch mal das zweite Neue.
Die Pistole ist auch komplett weg, natürlich, klar. So, okay. Ich schaue mir ganz kurz mal an, wie meine Audioeinstellung im Spiel ist. Ich weiß, das sollte man nicht während der Aufnahme machen. Nee, ist alles in Ordnung. Okay, es soll ja nicht zu laut sein. Jawohl. Lesen wir. Aber nein, wir lesen jetzt nicht. Dann kommen wir einfach mal die kurze Version. So. Ja, also das ist schon recht effektiv. Ach, abgebrochen oder was? Nee. Nochmal. Ach, wir haben das dritte schon. Okay, dann schnell mal alle Effekte raus. So. Nee. Ach Mann. Einer. Ach, Junge. Komm, fall um. Super. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ihr wisst ja, beim ersten Mal ist es immer ein bisschen schwerer. Jetzt kommen die wieder alle. Na gut. Ja, wo ist es denn da oben? Okay, immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen hier sind die Kämpfe noch ein bisschen herausfordernd, auch im neuen Setting sogar noch mehr, weil, naja, ich habe keine, außer diesem Elementareffekt, nichts, was wirklich auf Gruppen wirkt und deswegen lebendig Dinge draußen, keine Tiere, keine Menschen. Ups, Großvater hat eine Geschichte über die Oni erzählt. Großvater hat gesagt, dass etwas Seltsames passiert. Geh zu Susannus Diner, er hat gesagt. Frag nach den Jingu. Die Jingu könnten helfen. Das stimmt. So. Na? Nein, ich will das. Aha. Radar Module activated. Also das wäre sonst auch nicht so schnell gegangen, ne? Gut, so. Okay, und wieder. Also, das ist schon recht effektiv.
aber man muss es zu spielen wissen. Und ich bin da vielleicht noch nicht der 100% Beste drin. Ha. Nein. Wo will er mich denn hinhaben? Jetzt weiß ich's. Ich muss darüber. Hilft mir auch bei so ein paar Lores. Na, das ist schon. Na, schön. Und jetzt? Fertig. Okay, vielleicht ist es zu gefährlich zu bleiben. Sollten die Stadt verlassen, wartet auf mich. Ich werde euch abholen. Viel Glück. Okay, zack. Ja, ja, gut, das ist der Standard. Und wir schauen mal, ob wir einen Schlüssel haben. Boah, aber nichts Tolles. So. Gucken wir doch mal diese Rupsala. Na, egal. Da liegt eine Nebenmission, die nehmen wir gerade auch noch mit. Gefallener Jingu. Aber vorher machen wir vielleicht noch die Jungs hier alle. Wie gesagt, das hilft ganz gut. So, nehmen wir noch das Kästchen mit. Und so, Nudel und Schwerter. Das Katana dient nicht der Show, sondern wurde allein für tödliche und effiziente Kämpfe geschmiedet. Seine Trägerin scheint im Kampf geschlagen worden zu sein, vermutlich von ihrer eigenen Klinge. Aha. Schon nochmal ein Schwert zurückbringen, das hatten wir doch schon mal. Sehr schön. Ja, ist ja gut, mein Schatz. Mann, der macht ja ganz eklig Zeugs. Jo. Ja, noch gegen diese Aktion. Genau. Dann nochmals Katana aufheben. Aber diese Mission merke ich mir jetzt auch, weil Nebenmissionen in Kaidan haben einen ganz tollen kleinen Nebeneffekt. Und in dieses Diner wollte ich sowieso. Das da. Also erstmal den Nebeneffekt. Ne, erstmal annehmen. Achso, geht ja noch gar nicht. Ich habe ja die... Ach, sag mal, ich bin ein bisschen durch. Dann springen wir noch mal ganz schnell dahin. So. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, auch wenn es jetzt Viertel nach vier ist. Ich habe Nachtschicht. Das heißt also, boah. Bin erst um 14 Uhr aufgestanden. Langsam fertig gemacht, geduscht, geguckt, dass die Pickel nicht ganz so schlimm aussehen. Es geht eigentlich, setzt hier auch alles. Und mal. So, bringen wir erstmal die Waffen wieder, das Katana zurück. Und dann gehe ich nochmal auf diesen. Wie oft eigentlich, ne? So, die Waffen nach Hause bringen. Und jetzt gibt es so ein bisschen Zuschauerservice, weil ich wurde gefragt, warum rede ich nicht mit Gosen? Machen wir. Erstmal gucken wir, ob wir ein Schlüsselchen haben. Drei Stück haben wir schon. Leider diesmal nur Shards, aber die können wir ja auch gebrauchen. So. Bedeutet also, wie spät haben wir? Super. Ich nehme ihre Mission an und dann hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Und ich glaube, dann kriegen wir auch diese Lore. So. Das haben wir. Killer im Anmarsch. Der Jingu-Clan scheint zu denken, dass das Haus der Vertriebenen für die Ereignisse in Tokio verantwortlich ist. Laut Gosen ist ein Oni-Killer-Kommando dieses Hauses ganz in ihrer Nähe. Spüren Sie das Killer-Kommando des Hauses der Vertriebenen auf und finden Sie heraus, was Sie wissen.
nicht so schwierig, weil da war ich schon und habe fast alles schon gemacht, aber wir nehmen es an. The Yokai insult us with their presence in this city. Where they tread, our lands are defiled. Our ancestors cry out for them to be silenced. In Beda, in the House of Exile. They have been a part of the underworld in Tokyo for centuries. Grown wealthy on the teat of corruption. Natürlich. The Jingu clan has faced them countless times. Now their filthy brethren overrun the city. The house in exile are sending out squads. Assassins. Yes. They are hunting targets all over the city. One such squad passed by not so long ago. Mm-hmm. Find them. Mm-hmm. Stop them. Ach, komm. Das mitgehen. Ich hätte mitgenommen, ehrlich. Der ist süß. Welches Spiel? Pokémon Go? Ich könnte ihn vielleicht gebrauchen? So, okay. So, können wir das jetzt annehmen? Immer noch nicht. Ich glaube, da muss ich erstmal ganz normal mit ihr reden. Und wie gesagt, das mache ich jetzt, wie versprochen. Ich komme mal wieder ins Bild. So. Zack. Oh, das ist viel. Erstmal, was ist mit dir? My name is Gozen. I am me. Richtig. Das geht schnell. I have the honor of leading the Jingu clan, as did my ancestors stretching back to Queen Himiko herself. There was Tokiwa Gozen, Shizuku Gozen, Tsuchida Gozen, Tomoe Gozen, and others. Before the explosion, I received a vision, a warning to mobilize the Jingu clan. And so, with much urgency and little haste, I came down from the mountain. Sehr schön. Tokyo. The explosion. It was more than a bomb. It was a defilement. The city is so wounded. It is a festering sore, oozing with demons, with yokai. Those who survive find themselves in Yomi on Earth. For the few that remain, there is no civilization, save for what we hide away in our hearts or carve with our blades. Good. When this began, I told them all that we were defending ashes and embers from the hungry maw of the final days. And any man or woman among us could leave the city. I would think no less of them. They all stayed. Every last one. Tja, die Treuen. Der Jingu-Clan, erzähl mal. We are the Jingu. We are the remains of the samurai in a less civilized time. We hold to the teachings of Shinto. We believe in the kami. We believe in the quiet dignity of honor and responsibility. But when the time comes, we clang like a terrible bell. We are the song that reminds demons to tremble. Okay, und weiter geht's. We believe fault is what others assign you. And responsibility is what you assign yourself. And we assign ourselves much. Ups, ich mache hier ein bisschen Lärm. We fight to hold what territory we have. To keep it from the loathsome grasp of those who would profit from the misery and chaos. The two remaining gangs, the House in Exile and the Korintokai.
Ich habe jetzt Korinthenkacker verstanden, aber egal. So, genau, was ist mit denen? You wish my counsel on demon. Nein. Tatsächlich nicht. There are no good demons. Not even dead demons. Even their corpses offend the earth. Ja. In Tokyo, there are 9 clans of Oni. And oh, this must be a misery time for them. With the skulls and the screams and the ashen shadows stretched out on the subway walls. How they must dance. Mm-mm. Die haben auch ihre Probleme. Und ich habe auch schon mit welchen zusammengearbeitet, ja. 9 Oni clans. And then there is the house in exile. They are demons, shunned by demons. Unwelcome even in the many hells. They are led by the degenerate spirit in Beda. He holds loathsome court in the bathhouse. Ich weiß. Imbeda profits off the disarray, and now he looks to the outside world. I hear he is currently ruling the Illuminati. Ja, es ist eine Menge. They are what remains of the criminal underworld, these occulted gangsters. Yakuza normally at least pretend at honor, die kenn ich auch schon. At showing a public face. But these Korintokai strut in the shadows. They call themselves Ninkyo Dantai, a chivalrous organization. But they are Boryokudan. So. They are Bakuto, vice peddlers. They took control of gambling in Tokyo in the 1920s. But they went beyond. They found more, always more. Their connections to the occult gave them an edge against their rivals. Jawohl, so. They are led by Daimon Kiyota. He is a little better than the Oni demons. And perhaps he is even more dangerous in his own way. He knows things he should not know. He has the audacity of a man who suddenly walks on air simply because he knows it breaks an important law. He is a walking obscenity. And there is something. Something behind his eyes. Natürlich ist er ein Dämon oder sonst was Übersinnliches. Ist doch ganz klar. Ja, hallo Sanuda. Hab dich gesehen. Schön, dass du da bist. I find this term strange. There is no secret world. There is no normal world. There is only the world. Sehr schön. Oh, they move like a centipede, 100 feet flailing in 100 directions. It is not an easy path, but perhaps someone must walk it. Their way is not my way, but I respect the dragon. Alles klar. However, I wish they would court better allies than creatures like Daimon Kiyota. Tja. They do not know him. They are not prepared for what he is capable of. Wir werden das kennenlernen. Es könnte sogar unser Endgegner sein. So. The world will always need demon slayers, but demon slayers do not always need the world. I sought refuge in high places, a place of great beauty and great stillness. Apart from weekend training retreats, where the clan shared a facility with the Fear Nothing Foundation, I was alone. What Fear Nothing? Das war furchtbar. Dark demons cry. Gaia. Gaia. Do you know this phrase? It came to me in a dream, and I knew I must return to the city. Das ist ja meine Chefin, ja, diese Gaia. Hm? Das ist unsere Chefin, ja. Dark demons cry, Gaia. Each word a prophecy, and each prophecy a thread which trails into the unknown. Ja, vielleicht sind die dunklen Dämonen nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. The dark has come to Tokyo. So have the demons. A cry has been heard, and the Jingu clan are returning. And Gaia. Well, you know who you represent. Ja, das habe ich ja gesagt. Super. So, wir haben mit ihr gesprochen. Wir dürfen uns diese Lore nehmen. Endlich. Juhu. So, jetzt schauen wir mal. Hier sollte ja noch eine sein. Können wir mit ihm reden? Nein. Mit wem können wir reden, dass da raus eine Lore wird? Weil irgendwie hier ist aber keine. Geredet haben wir mit ihr.
Und sonst ist da keiner. Oh, mit dem kann man handeln. Das ist schön. Schön, das zu wissen. So, was haben wir hier oben? Ist hier irgendjemand, mit dem wir reden können? Ja. Komm, reden wir mal mit dem. Vielleicht bringt das ja die Dor. Okay, Kaidan Flüchtling. Dann erzähl mal. Atashi? Yotten no yo. Choppiri ne. Super. Nande yotteru ka desu-te? Alkohol. Und woran willst du dich nicht erinnern, dass du trinkst? Genau, da hätten wir den kleinen Prinzen, falls es jemand kennt. Monster. Monster ni kazoku taberareta no yo. Beta beta no ika mitai na ude de. Muriyari tsukande. Sore kara. Atama o chigitte. Soshite. Ja? Monster wa musuko no fuku o kiteta wa. Tja, da wären wir wieder bei der Hentai-Sammlung. Nomi naosanakusha. Mou sukoshi dake. Oh, fällt mir gerade ein Lied ein. Ich muss ja weiter trinken. Ich kann dich doch noch sehen. Nani mo kamo mechakucha yo. Machi mo. Sekai mo. Ja, gibt's. Marude machi ga haichatta mitai. Sehr schönes Bild. Nanju nen mo. Tame komi sugita no yo. Warui himitsu ya. Akugyo ya. Kakusareta shitai ni. Haikibutsu. Dokso, Tanju. Wunderschönes Bild, das passt. Habt ihr Ghostbusters 2 gesehen damals? Na, New York? Und alle schlechten Gedanken haben sich als der böse Schleim unter der in der Kanalisation manifestiert? Hm, kommt mir sehr bekannt vor. Das Nudelhaus. Nur damals gab's Nudeln, jetzt gibt's Alkohol, aber ich verstehe dich, mein Schatz. Koko Kirimori Josei ane. Tottemo shinsetsu de. Sore kara osoroshii shito nano. Taifu no yō na osoroshisa de. Anata wo mamotte kureru. Anata wo kizutsukeru hidoi sonzai ni taishite wa osoroshii no. Ich mag Rosen. So. Kanojo ga atashi tachi wo mamotte kureru wa. Was ich nicht verstanden habe, Gosen hat eben von dem eigentlichen Chef irgendwie geredet, der noch die bürgerliche Sache ablegen muss. Bin ich mal gespannt, wer gemeint ist. Aber das ist doch der einzige Weg, der funktioniert. Entschuldigung für die Moralkeule jetzt noch. Ah, er könnte das sein. Kann ich mit ihm reden? Haben wir jetzt hier vielleicht die Lore? Nein, das war nicht der Weg. Vielleicht ist sie doch wohl ganz woanders. Aber egal. So, jetzt schauen wir doch mal. Alles klar. Aufnahme, beziehungsweise nein. Folgenende. Stream geht weiter. Nächste Folge kommt sofort. Dann machen wir tatsächlich die Mission.